Ja, Glück auf, ihr Räuber. Robert Outdoor hier. Heute keine Tour, sondern mal wieder Tools and Gear. Ich habe heute einen Rucksack dabei und da ich ja vorhatte, so ein bisschen meine Rucksacksammlung abzuarbeiten und euch die vorzustellen, habe ich gedacht, heute bei dem schönen Wetter ist ein richtiger Zeitpunkt dafür. Ich habe heute das Sort-Off-Pack von Eberlistock dabei und das würde ich euch ganz gerne ein bisschen näher zeigen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt ihr dran. Wenn nicht, abschalten. Ja, wie gesagt, heute wollte ich das Sort-Off-Pack vorstellen. Das ist genauer gesagt das H3 Sort-Off Hydro-Pack. Ist ein kleiner, man sagt auf der Internetseite von Eberlistock, Half-Day-Pack, weil es halt so klein ist, dass es eigentlich als Day-Pack schon nicht mehr durchgehen würde. Offiziell hat das Ganze hier ein Fassungsvermögen von 14 Litern. Meiner Meinung nach ist es aber, glaube ich, etwas weniger. Ist natürlich in der üblichen Qualität von Eberlistock, das heißt, es sind super Verarbeitungen dabei, was die Nähte angeht, was das Tragesystem angeht. Und obwohl es halt nur so ein kleines Pack ist, ist da ähnlich wie bei den großen Packs halt auf alles geachtet worden. Das würde ich jetzt ganz gerne mit euch einfach mal langsam von vorne bis hinten durchgehen. Wie gesagt, ein kleines Pack. Ich benutze es manchmal so auf Tageswanderungen. Im Original-Auslieferungszustand ist noch eine Trinkblase mit dabei, eine sehr robuste Trinkblase aus einem sehr dicken Material. Auf der Internetseite von Eberlistock wird angegeben, tough as nails, also auf jeden Fall auch durchstichsicher und geschützt vor äußeren Einflüssen, zumindest was den Großteil der Blase angeht. Natürlich gibt es auch da empfindlichere Stellen. Ganz kurz zum Pack selbst. Das hier ist in Dry Earth die Farbe. Das ganz normale, eine große Kompressionsschnalle vorne, wo das überschüssige Gurtmaterial dann hier mit Klett wieder aufgewickelt werden kann. Und ansonsten hast du diese Eberlistock üblichen großen Zipperschlaufen, die ich halt total praktisch finde, mit denen man dann halt das Hauptfach öffnen kann. Das ist ein großer umlaufender Reißverschluss in beide Richtungen zu öffnen. Wenn man das Deckelfach aufmacht, sieht man hier auch direkt so eine Mesh-Tasche, die auch mit so einem Zipper verschlossen wird. Die ist ziemlich geräumig, da kann ich meine komplette Hand reinstecken. Ist halt praktisch für Zugriff auf Dinge, die man halt schnell braucht und wo man dann nicht jedes Mal irgendwie im ganzen Rucksack rumwühlen muss. Im Rucksackinneren ist es ein großes durchgehendes Fach, das keine großartigen Unterteilungen hat, außer einer kleinen Schlupftasche, die dafür gedacht ist, diese Trinkblase in sich aufzunehmen. Ja, ansonsten, wie gesagt, von innen einfach ein Fach, wo man alles reinstopft. An den Seiten findet man auf der... Ein Hase. Der hat aber lange gebraucht, mich zu bemerken. Auf der rechten Seite findet man hier mit so einem Kordelstopper ein Fach für eine Trinkflasche an der Seite. Das ist die übliche Größe, wo eine Liter Nalgene-Pulle reinpasst, irgendwie optimal. Reicht auch vollkommen aus. So, auf der anderen Seite das gleiche, dann nochmal spiegelverkehrt, auch hier Kordelstopper, Trinkflasche oder für anderes Zubehör. Ein Fotostativ passt hier wunderbar rein. Das, was ich da gerade dabei habe, ist so ein kleines Rollei-Reisestativ. Das würde auf jeden Fall hier reinpassen. Das Ganze wird komprimiert mit der großen umlaufenden Schnalle. Da kann man dann noch eine, ja, was ich, so eine Trekkingjacke oder sowas kriegt man da auf jeden Fall nochmal drunter geklemmt. Das Gurtband ist auch auf jeden Fall ausreichend lang, sodass auch große Gegenstände da Platz finden. Auf der Rückseite, bevor ich zum vorderen Deckelfach hier komme oder zu dem Fach auf der Front, das Tragesystem, das ist ein ganz klassisches, recht abgespecktes Tragesystem. Die Gurte sind fast die gleichen wie bei meinem Warhammer oder auch bei dem Half-Track, sind sehr dünn, nicht großartig abgepolstert, ist aber auch nicht notwendig. Kann eine leichte Polsterung, die vollkommen ausreichend ist. Hier vorne ist dann noch ein Kunststoff-D-Ring auf beiden Seiten. Schnallen, um
zum Beispiel noch mit Molle irgendwas zu befestigen. Und man hat natürlich hier diesen Eberle-Stock-Schriftzug auf dieser gummierten Oberfläche. Das ist immer ganz praktisch, um da einen Trinkschlauch durchzuführen. Das Tragesystem selbst ist, wie gesagt, halt sehr spartanisch, aber extrem effektiv. Das sind einfach nur zwei große Schaumstoffleisten, die mit einem super qualitativ hochwertigen Mesh überzogen sind. Und die sind wirklich top gepolstert, also richtig schön dick und in der Mitte genug Platz, um die Wirbelsäule dazwischen zu legen, ohne dass man jetzt großartig anfängt zu schwitzen. Bisschen Schweißbildung ist beim Rucksack ja immer, wisst ihr ja, brauche ich nicht weiter zu erklären. Dann hat der hier auf den Rückseiten so kleine Einbuchtungen mit so Täschchen drin. Und hier drin verbirgt sich etwas, das man erstmal befreien muss. Und zwar ist das ein wirklich sehr, sehr dünner, rudimentärer Bauchgurt, den man hier rausfummeln kann. Auf der anderen Seite ist der dann auch nochmal versteckt in diesen Taschen. Und der dient halt nur zur Stabilisierung, damit der Rucksack hinten nicht so rumwackelt. Finde ich eigentlich ganz gut gelöst. Bei vielen kleineren Packs, gerade bei Daypacks, habe ich zu Hause auch den Bauchgurt entfernt. Tasmanian Tiger zum Beispiel, das Modular-Pack, da habe ich den sogar abgemacht und das ist ein wesentlich größerer Rucksack und da war der auch nicht unbedingt notwendig. Das muss aber jeder selber entscheiden. Wie gesagt, man kann den hier schön reinstecken und verstauen, braucht man also nicht abnehmen. Der ist auch nicht zu entfernen, aber stört da drin halt auch nicht. Ich finde das Teil hier auf jeden Fall richtig cool, allerdings benutze ich es sehr wenig und deswegen möchte ich es auch loswerden. Das heißt, dieser Rucksack hier steht zum Verkauf. Wenn da jemand von euch ernsthaftes Interesse dran hat, dann kann er sich gerne bei mir melden. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und wir werden uns da schon irgendwie einig. Der Originalverkaufspreis dieses Rucksacks variiert sehr stark. Mit der Trinkblase gibt es im Internet Preise von 150 Dollar bis zu 300 Dollar, je nachdem in welcher Farbausführung und in welcher Variante und natürlich wo man das bestellt. So viel möchte ich natürlich nicht dafür haben. Hier oben befindet sich dann noch eine Durchführung für den Trinkschlauch, der hier durchgeht. Und natürlich geschützt ist mit dieser überstehenden Lasche. Und dann würde ich jetzt einfach mal auf dieses kleine Fach hier vorne eingehen. Das finde ich nämlich richtig praktisch. Auch hier wieder zwei Reißverschlüsse. Nach vorne aufklappen und öffnen. Und hier drin ist dann halt super zum Organisieren. Eine kleine Mesh-Tasche, wo man dahinter was reinstecken kann. Zum Beispiel ein Notizbuch. Vorne ist das Ganze dann nochmal mit einem Reißverschluss verschlossen. Da ist dann das Mesh nochmal dahinter. Da habe ich zum Beispiel Sachen drin wie einen USB-Stick mit persönlichen Daten. Dingen, die man halt unbedingt braucht, wenn man unterwegs ist. Und eine kleine Tasche, die mit einem Klettverschluss zugemacht wird, wo dann Sachen wie ein Multitool oder ein Taschenmesser oder eine Taschenlampe Platz finden. Darüber befindet sich ein kleiner Kunststoffclip, wo man den Autoschlüssel oder den Haustürschlüssel dran befestigen kann. Das ist eigentlich auch immer super praktisch. Ich habe schon ganz oft das Gefühl gehabt auf dem Weg zum Auto von einer Wanderung oder von einem Overnighter, dass ich gedacht habe so, ey, fuck, ich habe meinen Autoschlüssel am Lagerplatz verloren. Und das ist so ein Schockmoment, vor allem wenn man dann gerade 7 Kilometer hinter sich hat oder so und dann nochmal zurück müsste. Deswegen habe ich mir immer angewöhnt, sofort vorm Losgehen nach dem Verlassen des Autos den Schlüssel irgendwo am Rucksack zu befestigen, auf der Innenseite natürlich, und das Ganze dann so zu umgehen. Ansonsten kann man hier natürlich noch Handschuhe zum Beispiel reinpacken oder einen Buff, einen Schal oder was auch immer. Ich habe hier oft einen Schemark drin. Vorne hat der Rucksack dann noch hier unten zwei Schlaufen Molle mit jeweils drei Partitionen, wo man noch Sachen unterbringen kann. Und das Ganze ist hier oben auch so weiter verbaut. Das ist hier zweireihig und dann mit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 einzelnen Abteilungen, um hier Molle-Zubehör anzubringen. Alles in allem, wie gesagt, ein sehr praktisches, kleines, feines Pack, das extrem gut verarbeitet ist, extrem robust ist. Und ich glaube, wer von Eberle-Stock schon mal irgendwas besessen hat, der weiß ganz genau, dass diese Rucksäcke hier eigentlich vollkommen außer Konkurrenz laufen. Natürlich gibt es noch andere Dinger wie Mystery Ranch oder ähnliches, aber ich weiß nicht. Also Mystery Ranch hat schon Preisvorstellungen, wo du für ein Daypack bis zu 500 Euro bezahlst irgendwie und weiß ich nicht. Das sehe ich irgendwie nicht so ganz ein. Hier ist das noch so ein schmaler Grat irgendwie mit Preis-Leistung, wobei ich aber auch wirklich mittlerweile so weit bin, dass ich sage, ich gebe lieber einmal richtig Geld aus und habe dann nachher was fürs Leben, als wenn ich mir da irgendwie von so Billiganbietern oder so jeden Monat ein neues Daypack kaufen muss, weil mir da irgendwas auseinanderfällt. Vorne natürlich noch ein kleiner Brustgurt, mit der verschiebbar ist und der hier diese wunderbar verarbeiteten Schnallen auch wieder, und der hat natürlich auch überschüssiges Gurtmaterial, kann dann mit dem Klettband wieder hier fixiert werden.
Wie gesagt, mir gefällt das Teil, allerdings nutze ich ihn viel zu selten und da ich nicht nur Platz brauche, sondern auch ein bisschen was an Ausrüstung loswerden will, die bei mir ungenutzt rumliegt, würde ich das Ding hier gerne loswerden. Wer Interesse hat, der meldet sich bitte. Ansonsten, ja, schaut euch das Ding vielleicht mal im Netz an. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare. Das war ein kurzes Video für heute, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein paar Informationen gebracht. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann wie immer Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das natürlich tun. Ansonsten wünsche ich euch bei dem sonnigen Wetter, das hoffentlich die nächsten Tage noch so bleibt, einen tollen Resttag. Und wir sehen uns bald wieder, wenn es heißt, Glück auf!